Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in unserer Gran Turismo 7 Karriere. Heute mit Menübuch 28 erlangen Sie einen amerikanischen Wagen mit breiter Karosserie. Begeben Sie sich zu GT Auto und besuchen Sie Wartung und Pflege. Dafür bekommen wir das Autodromo de Interlagos in Brasilien. Sehr schön. Gute Strecke. Ja, dann gehen wir mal zu GT Auto. Wir nehmen bald an der Panamerikanischen Meisterschaft teil. Für dieses Menü möchte ich deshalb, dass Sie ein amerikanisches Auto entsprechend mit einer breiten Karosseriemodifikation modifizieren. Wir sind doppelt gewollt, macht nichts. Zunächst benötigen Sie ein amerikanisches Auto, das dafür geeignet ist, etwa ein Ford oder ein Chevrolet. Sobald Sie eines haben, gehen Sie zu GT Auto und besuchen Sie Wartung und Pflege, um die breite Karosserie anzubringen. Kommen Sie zum Café zurück. Ja. Frage ist, welches Auto nehmen wir da? Nehmen wir da das Zettel 1 Beast hier? Die Frage ist da natürlich, kann der überhaupt noch breiter werden, weil der hat ja eigentlich schon bei Bucket. Finden wir's raus. Gehen wir mal rein. Der hier noch, an dem Moment, was war falsch? GT Auto ist das ja nicht. Ist immer ein bisschen verwirrend, dass der Tuning Shop und GT Auto nicht dasselbe sind, aber ja, doch, da ist GT Auto. Okay, Wartung und Pflege müssen wir reinnehmen, nicht Anpassungsteile. Schauen wir mal, ob es das für das Auto überhaupt gibt. Und da. Boah. Okay. Zeig uns mal hier. Wie sieht das bitte aus? Okay. Okay. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass der Zettel 1 LE nicht eh schon sehr, sehr breit ist, aber das ist, ja, okay. Ich glaube, da müssen wir dann mal ein bisschen auch was an den Felgen machen. Oh, Moment mal, wir haben den... Okay, wir verlieren, okay, fast nicht meine ganzen Leistungspunkte. Ja, gut, ist in Ordnung. Achtung, Überbrett. Was ist das bitte für eine Animation? Ja, das kann man, würde ich sagen, genau so machen. Was man allerdings nicht so machen kann, ist, die Felgen so lassen. Das sieht schlimm aus. Das sieht so aus wie so ein Bodybuilder, der so richtig breite Oberarme hat und dann der Rest des Körpers so total winzig ist. So sehen die Felgen hier so ein bisschen aus. Wir brauchen größere Felgen. Ich würde sogar genau die nehmen, nur ein bisschen breiter und größer am besten. Okay, wird angewendet. Jo. Okay. Ja, ich wollte noch nicht ganz raus, Kollege. Schade, dass man da nicht einen Schritt anscheinend zurück kann. Okay, gehen wir nochmal rein. Autos anpassen? Okay. Ist eigentlich nur eins, aber ist auch in Ordnung. So, Räder. Räder im Besitz. Können wir die jetzt hier einfach irgendwie größer machen? Okay, wir haben 20 Zoll, können wir wählen. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Irgendwas breit ist, glaube ich, dass man sie rausstellt. Nee, das ist die. Okay, hier haben wir so. Schauen wir mal, die sieht besser aus. Das sieht fast ein bisschen zu. Gucken wir nochmal Felgenbreite hier. So einen richtigen Unterschied sehe ich, der ehrlich gesagt nicht, wo ich tatsächlich bin. Hier vielleicht mal reingehen. Vielleicht ein ganz bisschen, ein bisschen raus. Ich weiß es nicht. Oh, komm, wir nehmen sie in breit und 20 Zoll. Ja, komm. Ich finde, die Hinterachse könnte irgendwie noch ein bisschen mehr gebrauchen. Ja, wenn wir sonst noch irgendwas für groß machen, eigentlich hatten wir das ja schon gemacht. Sieht ein bisschen hoch aus. Irgendwie tiefer legen. Diffuser nehmen wir wieder ran. Der ist ja, glaube ich, auch reingekommen. Den Flügel lassen wir so, wie er war. Irgendwie cool, wenn wir ihn noch ein bisschen runterbekommen würden. Also nicht, dass es hoch ist, aber irgendwie... Oder? Findet ihr nicht? Weiß nicht. Na gut, gehen wir hier wieder raus. Und dann
Ja, schauen wir mal, was der nächste Menüpunkt ist mit dem Panamerika Cup oder Panamerika Meisterschaft. Da werden wir dann, naja, Panamerika dürfte wahrscheinlich dann, obwohl, wird es Interlagos dann schon das erst freischalten? Weiß es nicht. Vielleicht. Ansonsten wahrscheinlich wieder Daytona, würde ich mir vorstellen. Können wir noch fahren. Vielleicht Road America, Amerika sei schon, Laguna Seca meine ich. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Ja. Okay, Räder haben wir schon gemacht. Würde uns aber hier nochmal drauf sehen gewesen. Okay, Interlagos haben wir jetzt bekommen. Okay, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir jetzt Interlagos dann in der Meisterschaft auch haben. Ja, gehen wir direkt mal rein. Planen sie in die Top 3. Und wir kriegen Roulette Decket. Okay. So, sie fahren auf Strecken in den USA und Interlagos. Wie schon vermutet. Lafolg da draußen. Oh. Jawoll! Er ist ja schon beklebt hier wie ein halber Leska. Boah, sieht gut aus. Also diese Trailer sind immer gut. Trailer sind wirklich richtig, richtig gut. Schöner Viper. Auch schön mit der Frontschürze vorne dran an den Grill befestigt. Sehr gut. Abflettseil ist auch schon dran. Oh, und welche Pitroad das ist. Das sieht. Ist das Daytona? Soll das Daytona sein? Ja, das ist die Daytona Pitroad, okay. War mir jetzt irgendwie nicht so ganz nach der Boxenmauer auf den Daytona aus, aber. Gott, was für einen Trailer bekommen wir jetzt hier? Also, Daytona würde ich sagen, ist auf jeden Fall mal. Mal wieder. Ey, aber ich habe da gar nichts gegen. Let's go. Ah, der Trailer war wirklich perfekt. Okay. Schauen wir mal, ob da dann wieder das Leistungslimit, Empfehlung, ich sag Limit, auf 700 liegt. Dann könnten wir ja, uns überlegen, ob wir dann mit dem jetzt so schon fahren. Oder ob wir dann sogar nochmal ein bisschen was anpassen. So, Panamerika, dann haben wir's. Blue Moon Play, okay, wir fahren Pocono im Endeffekt, dann Daytona Road und Interlagos und 700er LP, National Allianz haben wir, Straßenwagen auch, USA auch. Ich meine, wir können natürlich den Ford GT nehmen, ja, oder auch nicht. Gehen wir rein. Und wir sehen uns als nächstes tatsächlich, ja, also erstmal noch eine Strecke in Amerika oder... Ja, im amerikanischen Kontinent und dann tatsächlich nur noch größtenteils die europäischen Strecken. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann vielleicht uns mal in Richtung Le Mans und Spa bewegen. Oh, das wird gut. Hoffentlich damit ein paar schönen Prototypen. Dann geht's richtig ab. Auch die GT3 sollen hoffentlich hier nicht zu kurz kommen, aber ich denke mal, dass wir da jetzt gar nicht mehr allzu weit weg von sind. Ich meine, hier mit den 700 LPs und wir fahren jetzt hier schon richtig kräftige Sportwagen. Ja, ich meine, GT4 wird kommen, GT3 und dann Prototypen. Schätze ich mal. 6 Runden Pocono. Okay, also schon etwas länger wieder. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein. Ich nenne es jetzt ganz einfach Pocono, weil es im Endeffekt Pocono ist. Ja, die DC machen wir direkt mal auf 1. Wir wissen, was das für ein Monster hier wirklich ist. Danke, Maro. Und ab geht's. Starten auf Platz 15. Mal wieder ja, quasi einen Sekunden Rückstand. Flyover sehen wir auch noch ein bisschen was von da oben. Pocono neben Laguna Seca vielleicht so meine zweite, nicht so beliebte Strecke. Aber ja, der Speed des Autos ist auf jeden Fall top von meinen. Vorsichtig, ich bin nicht ganz sicher, ob man die wirklich voll fahren kann. Wisst ihr? Aber die Bremsen sind unfassbar gut bei dem Auto. Den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angepasst, wenn ich mich da recht entsinne, aber trotzdem, also es ist ja, also es ist im Endeffekt GT4, GT3, irgendwie sowas, also da fehlt ja fast nichts dazu.
Sekunden zu Platz 1. Wir jetzt in Runde 2. Schön den Extra erwischt. Sehr gut. Aber da vorne scheinen auch etwas stärkere Autos unterwegs zu sein. Der Abstand verringert sich jetzt nicht unbedingt so einfach, ne? Ist sie voll? Ja, doch, geht quasi voll, ja. Okay. Der Drift vorbei hier. Oh, ui, ui, nein. Oh. Gott, was ist das für ein Biest? Hat aber gar keine Lust gehabt. Ich fürchte aber fast, dass wir vielleicht sogar ein Tick zu langsam sind. Na gut, jetzt sowieso, aber dementsprechend würde ich sagen, starten wir das Ganze eh nochmal neu. Aber puh, da haben wir nicht so viel Zeit nach vorne gucken, tatsächlich. Ja, wird jetzt hier wieder auf 1. Vielleicht. Nee, komm. 1. Schon. Jetzt komm. Sehe ich hier auch nicht so viele Kurven fahren, wo man jetzt Großzeit gut machen kann. Die Leistung ist halt direkt auf der Straße, also, oder zumindest an den Hinterrädern. Was dann mit den Reifen auf der Straße passiert, ist wieder die andere Sache. Aber die Sportreifen, vielleicht ein paar bessere Reifen würden im Endeffekt mal helfen, dann könnte man hier ein bisschen sicherer durchkommen. Die Leistung auch viel besser auf der Straße. Wahrscheinlich. Okay, 14,8 nach vorne, wir müssen das halt mal ein bisschen beobachten. Ist aber auch wieder anscheinend nur einer, wenn ich das so richtig auf der Map sehe, der sich da absetzt. Wahrscheinlich wieder ein Hauptkonkurrent, den wir da jetzt haben. Dann den 2016er, ja, SS, ist ja auch schon nicht die normale Camaro-Version unbedingt ist. Version von Camaro. Version. Boah, das ist hier ganz knapp an der Grenze. Mal zum Ausbrechen vom Auto. Das ist hier schon ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man so möchte. 13,4 nach vorne. Na, mal schauen. Wenn wir keinen Fehler machen, kommen wir vielleicht am Ende ran. Noch ein paar Autos vorbei. Gerade dieser kleine Hügel, über den man beim Ausgang aus Kurve 1 da fährt, macht es nicht besser. Macht es wirklich nicht besser. Man will das Auto alles machen, aber nicht das, was man will. Und zwar die Kurve auf die Straße bekommen. Okay, der Linksknie geht wirklich voll. Da ist einer fast in der Wand. In der Richtung Wand unterwegs. Komm schon. Ja, können wir durchschlüpfen. Wenn jetzt Radar, weil wir hier immer noch keinen Spotter haben, den man hier bei Ovalrennen wirklich gut brauchen könnte. Ach, ja, das war vorweit. Perfekt. Aber das, was man eigentlich nicht will. Oh, da haben wir schön eine mitbekommen. Sehr toll. Dafür. Da war clear. Das ging verhältnismäßig glimpflich aus. Okay, VfP 7, 10 Sekunden nach vorne, Hälfte des Rennens um. Pushing! Schön, die Kraft wirklich so gut es geht auf die Straße bekommen. Durchdrehende Räder und Quersteher sehen cool aus, bringen aber nicht wirklich was. Ja, das Gegenteil. Der Führende hat sich da vorne anscheinend einholen lassen mittlerweile von anderen Autos. Finde ich jetzt nicht so ganz optimal ist. Effekt wäre es besser, wenn einer mit Abstand vorne wegfährt, im Zweifel, als wenn wir mehrere nicht bekommen. Ah, schauen wir mal, es könnte eng werden.
Da Runde haben wir aber noch 8 Sekunden nach vorne. Ist noch nicht alles verloren. Ich langsam, ehrlich gesagt, nicht mehr so ganz dran glaube, dass wir wirklich auf P1 vorkommen. Wir brauchen hier wirklich jeden Platz. Ja, auch nicht sein, dass unser Auto hier unterlegen ist. Also das ist auf jeden Fall gar kein Fall, aber jetzt sind die Sachen wirklich so ausgelegt, dass man dann doch noch ein stärkeres Auto dann wirklich bräuchte. Ja, hier auf der Geraden mehr als Vollgas geben kann man dann ja eh nicht. War jetzt auch nichts, was uns jetzt so wirklich groß Zeit gekostet hat, würde ich sagen. Und auf 6,5 Sekunden ran, schätzt mal, dass wir so, naja, wahrscheinlich 3, 4 Sekunden hinter dem Ziel kommen werden. Eigentlich wie viele Autos können wir da noch ganz lassen. Die 6 wäre echt nicht so optimal. Die 5, die wir vielleicht da vorne noch bekommen. Naja. Die Sache jetzt auch nicht so viel besser, ehrlich gesagt. Boah. Anscheinend wird es nicht mal was. Das ist klar. Das ist kein gutes Ergebnis tatsächlich. Gut, damit dürfte unsere Hoffnung, dass die Meisterschaft zu gewinnen, wahrscheinlich schon weg sein. Aber gut, dann ist es so. Da fahren wir im Endeffekt jetzt um Platz 3 und ja, wir haben ja eh noch einige Meisterschaften offen. Aber hey, nur weil hier Autos im Dragrennen im Endeffekt gut sind, heißt das nicht, dass die dann auch in Interlagos oder so zurechtkommen. Ja, was haben wir da vorne? Eine Corvette C7, eine Viper GTS. GT40 Mark 1. Interesting. Bringen wir hier 5 Punkte mit. Naja, okay, weiter geht's. Rennen 2. Daytona Road. Okay, da sind wir wenigstens schon ein bisschen eingefahren und fahren ja auch tatsächlich 5 Runden. Okay, die Rennen sind viel länger. Also, ich meine, denk mal, obwohl, sind sie das so viel? Müsste eigentlich. Die Daytona Road Zeiten müssten eigentlich deutlich länger sein als Pocono. Mal schauen, wie viele Runden wir dann in Interlagos fahren. Den kenne ich natürlich auch ganz gut durch Formel 1, allerdings im Formel 1 Auto, nicht in einem Camaro, der getuned ist, dass es keinen Morgen gibt. Ja, mal gucken. Jetzt freue ich mich hier auf jeden Fall erstmal auf den Road Course, auch wenn wir hier wieder in Kurve 1 gerade vorsichtig sein müssen. Let's go. Oh, der Sound. Sieht schon sehr böse aus, das Ding. Okay. Los geht's. Also hier hoffe ich ehrlich gesagt, dass wir uns jetzt hier den Sieg holen können. Die vielleicht auch auf Interlagos. Während denn die beiden Rundstrecken gewinnen könnten, sieht die Welt natürlich auch schon wieder ganz anders aus. Hier wieder los ist. Nämlich brutale Power. Mit der T10 mal auf 1. Das wäre jetzt ein bisschen Unterstützung jetzt zu holen. 25 Sekunden Rückstand. Im Endeffekt das komplette Infield. Dann wird hier schon von netten Aufgaben gesetzt, auf jeden Fall. Jetzt zu zweit durch den Knick ist immer sehr risky. Aber hat gut funktioniert. Als Platz gelassen. Focus S. Bei dem Focus S. Vielleicht wird es wahrscheinlich wieder wild auf der Geraden hier. Obwohl, schauen wir mal. Mit dem Pokémon war es ja nicht so gut. Na doch. Ich habe nichts gesagt. Kurz sind die 10. schon wieder. Der Speed auf der Geraden ist auf jeden Fall unser großes Ass im Ärmel. Eine Nelemont-Schikane. Wieder voll rauf. Ich liebe diese Strecke einfach. Schreibt mir gerne mal eure lieblingsamerikanische Strecke. Ja, amerikanische Strecke. Kommentare. Würde mich sehr interessieren, welche Strecke ihr am meisten Spaß habt. Also ich bin da, was
amerikanischen Kontinent betrifft, noch ziemlich stark. Beim Daytona Road Course. Ja, ich weiß, ich kann später bremsen. Aber wenn ich da ein bisschen zu aggressiv bin in der Kurve, dann geht es einfach geradeaus, hatten wir ja schon mal. Wenn ich die Tür zumachen, Kollege. Raus Infield zweiten Rausschub rein. Sind aber ein bisschen gutlich hier. Muss mal hier in der nehmen. Das war ein gutes Manöver. Spät. Das war nicht optimal. Das war recht verpasst. Jetzt natürlich dann direkt geradeaus, super. Noch bei 3 Runden, also alles okay. Gerade auf der Geraden machen wir so viel Zeit gut. Ich glaube, hier sind wir eh nicht so richtig zu schlagen, wenn ich zu viel Gras bei dem unterwegs. Jetzt geht's wieder hier ab nach vorne. Wobei an den Kollegen, die uns gerade ein bisschen gestritten haben, der vorne sein soll. Vorbei auch im Bus, der ein bisschen zuziehen möchte. Wir lassen uns hier nicht blocken. Curbs ein bisschen zu weit außen gewesen, aber macht nichts. Ja, voll abhacken. 13,8, 13,6, 4, 3, 2. Ja, der Geraden ist gut. Also, heißt, das war jetzt technisch gesehen eine Kurve, aber die ist voll, also ist es im Endeffekt eine Gerade. Das ist ja eine Super Speedway-Variante hier. Können eins entbiegen. Da ist eine Menge Zeit noch drin, aber lieber ein bisschen da aufs Safe fahren, als ja, einen Abflug zu machen, weil dann ja, wird es ein bisschen übel, wenn man nicht zurückgesetzt wird. Ja, 10 Sekunden nach vorne. Ja, noch 3 Runden im Endeffekt zu fahren. Aber ja, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Mit dem Auto kann man auch gut spielen. Kann man schön mit Kurven ein bisschen rumdriften lassen, wenn man Lust hat. Ich kann es nicht in einem Rennen machen, aber wenn man einfach mal so ein bisschen Just for Fun fahren möchte, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass man dann öfter das auch wieder nimmt. Bin nur mal gespannt, wie dann die Driftautos sind, wenn wir zu den Punkten kommen. Vielleicht in der Karriere, vielleicht in der Mission. Da war ja auch noch einiges, was offen ist. So, Platz 5 und hier auch. Schön in die Schikane und wieder raus. 6 Sekunden noch. Da vorne ist der Führende. Ein Ford GT, der gefühlt halb so flach ist wie unser Auto. Langsam in die letzten 2 Runden. Wir machen so viele Meter gut. Das ist unfassbar. Auf den Geraden. Noch das Auto kurz ein bisschen unruhig, aber direkt eingefangen. Nummer 7 zur Spitze. Aber immerhin haben die da gleich vielleicht auch einen kleinen Zweikampf. Gehen wir auf jeden Fall schön nicht beieinander. Schauen, wer sich da behaupten kann letztendlich. Aber es wäre ganz gut, wenn die Corvette nicht vorne ist. Die hat das letzte Rennen gewonnen, meine ich. Wenn ich mich recht entsinne. Steht dann ganz gut. In der vielleicht ein paar Pünktchen geklaut werden. Beide Rennen gewinnen. Vielleicht ist es eine Konstellation, dass wir irgendwie doch noch
Meisterschaft gewinnen, aber der 6. Platz ist bitter gewesen. Ich glaube, so richtig nicht daran, möglicherweise. Außen an Viper vorbei. So, okay, dann außen an der Corvette. Willen wir dann hoffentlich unsere Pflicht so gesehen, ihr Erster zu werden. Wenn noch etwas über eine Runde zu fahren ist. Boah, es wird noch langsam schön dunkel. Der Strecke, obwohl das hier echt nicht so viel ausmacht. Vielleicht ein bisschen im Infield, ja, okay. Aber ich persönlich stört es jetzt nicht so wirklich. Ich hatte tatsächlich relativ schwach gefühlt. Geht's jetzt dann in die letzte Runde rein. Hier schön safe machen. Das super klappt. Dann ein letztes Mal hier durchs Infield durch. Durch das Riesenrad, wenn man sich so gut gesehen hat jetzt. War ja letztes Mal durch den Linksweg hier. Durch den Pink. Knick, also. Sack übersetzt. Starten mit ungefähr 4 Sekunden Vorsprung in den Ovalteil rein. Mal schauen, mit wie viel Vorsprung wir da landen. Wir haben hier noch ein bisschen Zeit verloren jetzt. Da geht es jetzt voll geradeaus. Das war jetzt hier ungefähr zwischen 2 und 3 wieder anbremsen. Rüber, da war es sogar ein bisschen zu eng, also ein bisschen weitere Linie noch und da ein bisschen mehr Schwung durch. Ja, ansonsten können wir hier rechts zur Mittelkonsole jetzt noch irgendwie einen Anruf, vielleicht noch ein bisschen Essen bestellen oder was. Also richtig viel passieren tut jetzt hier nicht mehr. 6 Sekunden Vorsprung haben wir. 6,5 sogar jetzt auf den letzten Meter, wird sogar wahrscheinlich noch 7 werden. Dann haben wir die Checkered Flag erreicht. Okay, und sind wieder ein bisschen mehr drin im Geschehen. Schauen, wie sich jetzt hier die Gesamtpunkte verteilen. Und, okay, wir sind tatsächlich auf die 2 gesprungen, weil auch die Viper nur 6 Punkte mitnimmt. Okay, das ist interessant. Das Rennen lief richtig gut von der Verteilung her. Außer, dass Frager Zweiter geworden ist. Das ist das Einzige, was nicht ganz so gut ist, weil... Wenn wir gewinnen und er wird Zweiter, können wir 2 Punkte maximal aufholen. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Er müsste theoretisch, jetzt mal überlegen, müsste 5 Punkte weniger machen als wir. Das heißt, er müsste 7 Punkte bekommen. Der, was ist denn das? Der mehr 9 bekommt? Weiß es nicht. Eigentlich Vierter müsste, glaube ich, werden. Dafür gibt es, glaube ich, dann 7 Punkte. Okay, scheint so. Ja. Okay. Also wir müssten Erster werden, Frage müsste Vierter werden. Mal sehen. Naja, ich bezweifle es irgendwie noch so ein bisschen. Aber schauen wir einfach dann direkt mal rein. Jetzt ist es drin. Amerikanische Meisterschaft Rennen 3. Interlagos auch 5 Runden. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier mit dem Camaro eine gute Wahl haben. Hier hatten wir eine Lizenzprüfung schon mal mit dem Pagani Huayra. Oh, ansonsten eine Strecke, die wahrscheinlich dem Camaro jetzt nicht so wirklich entgegenkommt. Viele technische enge Kurven. Ja, wir haben eine lange Start-Ziel-Gerade im Endeffekt mit einem kleinen Knick drin. Wir haben die lange Gegengerade. Aber mal schauen, das könnte interessant werden. Ich glaube, ein ganz so einfacher Sieg wird es auf jeden Fall nicht werden. Ich bin relativ sicher. Aber ja, wir werden es rausfinden. Let's go.
auch, wie es jetzt hier mit den Bremspunkten dann aussieht. Natürlich immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und da Formel 1 Bremspunkte gewohnt sind, die halt unfassbar spät sind. Aber gucken wir es uns an. Durch Senna S geht es das erste Mal. Auch schon eine schwierige technische Kurve, wo man viel gewinnen, aber auch sehr viel verlieren kann. Und hier die Linkskurve, ja, geht ganz voll, da geht mich direkt das Heck mal ganz entspannt weg. 21,6 Sekunden nach vorne. Okay. Challenge ist angerichtet worden. Der Fokus lässt uns da leider keine Lücke, wo wir direkt durch können. Ja, Strecke auch natürlich relativ eng. Muss man sich ein bisschen die Lücken jetzt suchen. Ganz lustig an. Auf den ersten Metern funktioniert das ja eigentlich ganz gut. Schön nach unten. Und unseren Maro-Freund hier. Das ist flott vorbei. Ja, direkt schon. Vielleicht noch? Ja, doch. Okay. So ein bisschen sehr langsam. Exit gewesen. Hier bei den Spitzkehren können wir im Endeffekt noch später bremsen. Okay, das ist gut zu wissen. Links hier dürfte ein bisschen Limit sein. Okay, jo. Die Bremsen sind aber wirklich hier eigentlich ganz gut. Und dann doch ein bisschen später bremsen. Mal schauen, wie es jetzt hier statt Ziel aussieht. 17 Sekunden. Wir haben jetzt lang, was waren es jetzt, ungefähr 5 Sekunden aufgeholt, würde ich sagen. Beim statt Ziel jetzt. Hui. Links geht er fast nicht voll. Okay. Wir auf jeden Fall mit richtig Speed Richtung Startziel. Also mal 150 an. Das passt nämlich schon ganz gut. Okay. Das ist schön, dass das jetzt mal direkt ganz gut gepasst hat. Da kann man arbeiten. Nicht zu viel Übersteuern bekommen, ein bisschen ist okay. Nächsten Marken und Kollegen vorbei. Nach den langen Geraden 150 Meter ist ungefähr der Bremspunkt. Sehr schön. Jetzt an die Viper. Kritische Stelle hier rechts im Berg hoch, aber wir waren sogar direkt vorbeigebremst. Sehr schön. Das ging sogar jetzt ziemlich schnell. Hier kann ich mir wirklich ein bisschen noch trauen, später zu bremsen. Schön. Was machst du denn? Oh, Kollege, was war denn das jetzt? Ja, gut. Wollen wir doch. Da würde ich jetzt gerne direkt ein Replay von sehen. Aber ist egal. Weil. Waren wir doch komplett in. Naja. Okay. Wir haben uns schön einmal ins Rear gehuckt, wenn man so sagen möchte, im Heck eingehakt zu sehen. Egal. 16 Sekunden wieder der Abstand. Hoch. Jetzt gelaufen, aber ich glaube, unsere gesamte Chance hat es noch nicht so nicht gemacht. Jetzt haben wir noch alles dran. Aber es ist bislang fahrerisch eigentlich auch ganz gut gekommen. Also wir flott an der Gruppe hier vorbei. Die Curbs, die ganzen also Strecken weiter ausnutzt, der ist immer noch da. Jetzt sind wir langsam clear. Ein bisschen in den Windschatten rein, alles nutzen, was wir hier können. Stehen in der Kurve. Komm schon. Ah, vier Rad und Radwelle. Ah, vielleicht ein bisschen fast doppelt gemacht, dann leicht rausgedrückt. Aber wahrscheinlich. Ah, die PCs haben es auch immer drauf, die Autos irgendwie auf der Strecke zu parken geführt. Was Platz. Ist jetzt hier ein
bisschen durcharbeiten. Wenn wir hier vor allem ist dann natürlich ein bisschen geblockt. Und schon nicht so gut nebeneinander hier. Und das läuft wenig optimal. Müsste hier schnell vorbei. Zum Ausgang dürfte es klappen mit dem Mustang. Ich aufs Gras kommen. Ja, wir sind back hier. Schön weit außen anfangen. Dieser kleine Knick hier. Das ist kleine Knick, aber der ist der Killer. Ui. Bei an die Kurve an der Corvette. Bis nach vorne. Sekunden bis zu P1. Und zwei Runden. Das müssen jetzt gute Runden sein. Nicht ganz unmöglich, würde ich behaupten. Aber Frage ist auch leider auf der 1. Das heißt, ja, ich glaube, mit dem Sieg der Meisterschaft wird es nichts. Das heißt, theoretisch würde wahrscheinlich Platz 3 reichen. Aber hey, gehen wir uns hier nicht mit dem dritten Platz zufrieden. Links klingt es ein bisschen liften. Komm schon. Nächsten Mustang. Eigentlich. Nur noch 9 Sekunden hinter der Spitze. Ui, oh Gott. Sehr fast schief gegangen. Wir haben fast abgebogen. Da sieht man auch, wie hier gepusht wird. Nämlich ordentlich. Jetzt ein bisschen liften und drauf im Pinsel. Wahrscheinlich alles, was du hast, Camaro. 1,6 Sekunden. 1,5 Sekunden zu wenig gemacht in der Runde leider. Vielleicht passiert vorne noch ein Fehler. Ansonsten nehmen wir jeden Platz, mit dem wir bis dahin bekommen. Voll am Pushen. Unfassbar. Ah, da vorne wird sich gebettelt. Okay. Viper. Ist hier schön den Weg blockiert natürlich ein bisschen. Fantastisch. Ja, das war jetzt nicht optimal, war auch nicht so geplant. Aber mussten wir jetzt mal flug vorbei. Ich schaffe 5,2 zur Spitze. Wirklich alles von der Strecke mitnehmen, was irgendwo da ist. Vorne ist der Dreikampf. Komm schon. Wir müssen noch irgendwie 1,5 Sekunden hier finden, um hier auf der Geraden ranzukommen. Sieht gerade nicht danach aus, richtig. Komm schon. Boah, es ist so knapp. 2 Sekunden. Nein. Was ein bitteres Rennen. Was ein bitteres Rennen. Wenn wir da nicht den Unfall haben, gewinnen wir das Rennen ganz easy. Schade. Und wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Sind wir jetzt dadurch noch auf Platz 3 gerutscht und hätten um ein Haar das Podium sogar fast noch verpasst. Uff, okay. Na gut. Dann sei es jetzt so. Ja, dritter Platz. Wir nehmen es mit. Ist ein bisschen bitter gelaufen, die ganze Meisterschaft. So, was bekommen wir für ein Geschenkauto? Es wird ein Porsche.
Weiß nicht, was beim letzten Button nehmen wir jetzt hier die linke Karte und haben das Silber-Auto. Okay. Höchste Leistung in der 2009er. 911. Ja, damit dürfte es demnächst wahrscheinlich also Richtung Europa und Porsche gehen. Auch ganz cool. Ja. Bisschen schade, wirklich. Bisschen schade, wie es gelaufen ist. Da wäre echt viel drin gewesen. Da hätte ich auch wirklich Lust, das nochmal zu machen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare immer, ob wir das, ja, die nicht auf Gold abgeschlossene Meisterschaft direkt nochmal machen sollen. Oder wie ihr euch das wünscht. Ob wir weitergehen sollen erstmal. Erstmal das Spiel auf 100% die Karriere durchspielen sollen. Wann auch immer hier Ende ist. Ich weiß es nicht. Oder. Ja, ob wir das direkt dann zeitnah nochmal machen sollen, vielleicht in so einer etwas längeren Nachholfolge oder so. Ja, schauen wir dann einfach mal. Ansonsten fahren wir jetzt erstmal so weiter und machen das ansonsten am Ende vielleicht nochmal. Ja. Dann gehen wir mal zurück zum Café und schauen uns an, was wir dann als nächste Herausforderung gestellt bekommen. Da haben wir's. Ausgezeichnete Arbeit. Ja, dritter Platz. Hätte besser sein können. Die Sternroulette. Verbessern Sie Ihren Porsche. Menübuch Nummer 30. Okay, ich würde sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.